Herzlich willkommen in Rummelsberg. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mal sehen, ob wir jetzt den Gang treffen hier. Wo es denn da hingeht zum Nein, haben wir wieder nicht. Wir müssen hier rum. Und da geht es dann weiter. Zum Hafen. Ich hoffe, ihr verlauft euch nicht, wenn ihr auf dieser Map spielt. Das ist wirklich schon ein bisschen haarig manchmal. So. Okay, jetzt werden wir das Wasser hier abgraben, oder? Wir machen erstmal die Kürbisse da rein. Die Kürbisse. Und zwar werden wir hier, glaube ich, mal so einen Steinboden hinpacken. Da ist dann Kobelstein, aber ist ja wurscht. So, und hier auch. Gleich mal Kobelstein ran. Und dann machen wir hier einen Kürbis hin. Dann machen wir im Abstand von, sagen wir mal, 4 oder 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da machen wir dann die Kürbisse rein. So, da haben wir jetzt rum um die Ecke. 1, 2, 4, 5. Na, nehmen wir erstmal den Eimer. Oder machen wir erstmal die Kürbisse hier rein. So, dann haben wir. Gleich kriegen wir ja die ganzen Fackeln auch wieder. Die werden uns ja dann sozusagen in die Hand geschwemmt. Und hier nehmen wir den Eimer und werden mal hier ein bisschen füllen. So, der gute Iruini kann das ja ganz fantastisch. Der hat ja so eine Technik entwickelt. Mal sehen, ob ich das auch hinkriege. Ja, sieht gut aus. Das aber noch schneller als ich. Aber immerhin klappt es bei mir. So, jetzt ist hier schon alles still. Prima, da fliegen die Dinge um uns um die Ohren. Die Fackeln, die kriege ich gleich alle wieder. Keine Bange, siehst du, da haben wir jetzt einen Fehler gemacht, aber es läuft. Genau. Wer öfter mal bei Iruini zuguckt, der lernt das. Weil ich jetzt ehrlich sagen muss, dass ich schon länger nicht mehr zugeguckt habe. Aber das liegt halt daran, dass ich im Moment sowieso sehr wenig Videos gucke in diese Richtung. Aber machen tue ich sie trotzdem noch. Das ist klar, weil es ja genug Leute gibt, die das sehen wollen. So, damit ist der Kanal fertig und beleuchtet. Und jetzt können wir hier. Ist das alles still oder fließt noch was? Nee, ist noch alles still. So, dann können wir den Rest auch noch mit Kürbissen hier versehen. Also 5, 1, 2, 3, 4,
5. Nee, 6 hatte ich gesagt, ne? 5 frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 und 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Na, ob sie reichen? Knapp. Kann ich nämlich hier innen auch die Lampen wegnehmen. Die wir dann ja auch nicht mehr brauchen. Also mal da weg. Ich glaube, die bräuchten wir eh nicht. Weil ja muss ja eh keine Monster spawnen. Hier könnte man noch zwei Dinge einmachen. Was haltet ihr davon? Also, vielleicht eine hier am Eingang und eine da hinten. So, wunderbar. Dann kann das auch weg. Zack. Und dann nehmen wir uns das Bötchen. Können wir gleich mal nehmen. Und fahren damit mal den neuen Kanal ab. Wenn ich mit der Steuerung klarkomme. Aber es geht irgendwie schon ein bisschen. Na, es ist ein bisschen mühsam hier. Mit der neuen, na gut, neu, so neu ist sie ja auch nicht mehr, aber mit der Steuerung hier. Aber läuft prima, doch geht gut. Und dann fahren wir hier mal rum. Wo müssen wir den Kanal weiterbauen? Hier. So, dann kann ich euch mal. Jetzt nehmen wir das Bett mit. Noch. Wo ist das jetzt? Habe ich das dabei? Nee. Steht da noch. Und dann kann ich mal mit dem Thema anfangen. Das ist, sag ich ja, so beeindruckend. Ich habe da zum ersten Mal von gehört, als ich, vielleicht habe ich es sogar gelesen, weil ich damals den Spiegel abonniert habe, aber verstanden habe ich es vielleicht nicht. Und deswegen habe ich es erst wieder entdeckt für mich, als ich einen Vortrag gehört habe, hoppsa, von einem jungen Elektronik-Blogger, der also über Elektronik, über Computer, über Zubehör gebloggt hat oder gebloggt immer noch oder wie auch immer. Ja, also eine kleine Blogseite hat, wo er dann irgendwelche Probleme bespricht, hat ein paar Leute, die folgen und der macht, ja, ich weiß nicht, ob er sonst noch was arbeitet, keine Ahnung, aber davon leben wird er nicht können. Also wird er sicher auch noch eine andere Arbeit haben. Aber in seiner Version als in seiner Funktion als Blogger hat er natürlich dann auch einen gewissen Bekanntheitsgrad und vor allen Dingen, er hatte vorher bei einer Baufirma gearbeitet. Also studiert hatte oder als Aushilfe und oder als Mitarbeiter oder wie man das immer nennt, so ja, studentische Hilfskraft, keine Ahnung. Und da haben halt die Leute irgendwann, als sie ein Problem hatten, elektronisches Problem, haben sie mal angerufen oder angeschrieben oder wie auch immer. Kannten ihn also noch. Und da haben sie es ihm gesagt, es ist Folgendes, sagte der. Der Kopierer verändert die Sachen, die wir kopieren. Und da sagte der junge Blogger, das hat dann in dem Vortrag gesagt, hat er gedacht, die wollen ihn veräppeln, also noch aufs Datum geguckt, ob 1. April war, aber es war kein April. Also, ja, der Kopierer verändert Daten. Er hat es erst nicht geglaubt und
Die haben es dann aber versichert, ja, doch, das ist so. Und dann hat er gesagt, okay, dann komme ich mal vorbei und gucke mir das an. Dann haben sie ihm das gezeigt. Diese Steuerung ist fantastisch hier, wirklich. Ich komme damit nicht klar. So, hier, wo geht es dann weiter? Dann fahren wir mal hier rum. Da können wir noch durchbauen. Jetzt sind wir unter dem Auge. Wie geht das jetzt raus? Shift, ne? Genau. Da hat er gesagt, das kann ja nicht sein. Das glaube ich nicht, ne? So. Das hier ist eine verkehrsberuhigte Zone, muss ich dazu sagen. Und hier ist ja noch ein unterirdischer See, den packen wir mal weg. Den tun wir mal in die und wir legen uns mal hin. Dann geht es weiter mit der seltsamen Geschichte. Das war die heutige Folge von Opa spielt Minecraft. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns das nächste Mal in Rummelsberg wieder. Tschüss und bye bye, euer Norbert vom Kanal Opa spielt.